So, da fährt mit schneller Geschwindigkeit der Zug bei uns vorbei. Und wir schalten den nächsten Helfer ein. Der ist der Feld 16 für uns mit erntet. Gucken, wie schnell wird er voll. Naja, es geht schon einigermaßen. Das heißt, wir können den Helfer mal entlassen, weil der zahlt sich dumm und dämlich hier gerade. Oder beziehungsweise bekommt dumm und dämlich sein Geld. Wir haben noch zwar ein Stück vergessen, aber das ist mir gerade egal. Weiter geht's. Musik ist am Laufen. Das habe ich gerade vergessen anzumachen. Wir fahren mit unserem FMZ. Fahren wir mal weiter, nachdem wir irgendwie letzten Part einen riesen Stau gemacht haben. Ich habe geguckt, mein Speicher ist bis zum gefühlten Unendlichen voll. Ist ziemlich scheiße. Ich weiß. So. Wir versuchen immer noch, traurig wie es klingt, Geld zu verdienen. Das ist... Können wir eigentlich das Futter auch hier in die Hänge einladen? Stimmt, oder? Das probieren wir nächstes Mal aus. Also, wenn wir hier vorbeifahren, probieren wir das mal aus. Schön. Blinken hier. So. Den Mal rein und zu gucken, natürlich, wann haben wir angefangen? Wir haben 16:29, das heißt, der letzte Part wird... Ja, noch keine 15 Minuten hoffentlich lang sein. Das ist das Schöne daran, wenn man keine Uhr irgendwie in der Nähe hat. Das müsste ich, glaube ich, bis zum nächsten Mal ändern. Oder beziehungsweise nächstes Mal. Nächstes Jahr soll man wieder ein bisschen was verbessert werden. Ein bisschen mehr Party, ein bisschen mehr. Das sage ich jedes Jahr, aber ist mir egal. Es wird ja dieses Jahr auch wahrscheinlich kein Neujahrsvideo geben, weil das nicht gewünscht wird. Ich habe zum Facebook nachgefragt, weil dauerhaft Aktivitäten irgendwie sind und die wie Beiträge angeguckt werden wie Sau. Aber anscheinend will keiner gucken. Oder wissen. Das war das gleiche, aber. Gut. Vielleicht mache ich trotzdem was Kleines. Als Abschluss des Jahres vor dem 31.12. oder am 31.12. sagen wir es mal so. Ist bloß die Frage, ob ich Zeit habe dazu zum Aufnehmen. Da ich diese Woche einen Besuch bekomme, also für mich dieses Wochenende. Also wie soll man hiermit Dings durchfahren? Also hier müsste man das Schneidwerk irgendwie drauflegen auf irgendwas. Und, Gott, okay, wir regeln uns gleich wieder auf. Ne, wir machen jetzt weiter. Da habe ich nämlich dann gleich ein Thema für uns zurück zu. Guck mal, ich nehme alles mit. Also ich brauche wirklich einen Anhänger, wo ich das drauflege, theoretisch. Laut meiner Kenntnissen gibt es aber so einen kleinen nicht. Ist schon schade. Und jetzt kommen wir mal zurück. Ich finde auch die Seilfahrt, wie gesagt, richtig bescheuert. Ui. Das war zu eng. Das war hatten. Das respawned. Nice. Zum Glück kommt ja hier keiner entgegen. Hier nehmen wir fast die ganze Dings ein. Nochmal zurückzukommen, ich werde dieses Jahr wohl so einen Klinkkarten machen. Ob das passiert, weiß ich nicht, weil ich mache oder bekomme jetzt in nächster Zeit Besuch. Dieses Wochenende, nächstes Wochenende muss ich arbeiten, das Wochenende darauf ist es schon Weihnachten, da bin ich bei meinen Eltern bis zum 26. Danach gehe ich 3 Tage arbeiten, danach ist er schon der 31. Fast der 31. Das heißt für mich eigentlich ein Uncut-Video müsste ich dann rausbringen. Was so das Jahr ein bisschen widerspiegelt, das muss ich mal gucken. Kommt kein Zug. Dadurch, dass ich den Zug ja aus irgendeinem Grund nicht anhalten kann. Warum auch immer. Ja. Weizen. Dann gucken wir mal, ich schätze immer noch, dass es gegen 8000 sind, beziehungsweise jetzt insgesamt müssen es 12.000, 13.000 da oben dastehen. Ich glaube, mit 12.000 bin ich gut bedient. Nicht mal. Ja, 8.300, naja, gut, da habe ich mich ein bisschen verrechnet. Alles so ein bisschen eng, ja, aber mit unseren Transportfahrzeugen ist das, glaube ich, kein Problem. Mir fällt aber auch ein, wir müssen das hier noch anmachen. Und dann fahren wir den jetzt hier. Schnell mal zurück. Ich
weiß, dass das Zug von da kommt. So, Helfer E hat seine Aufgabe beendet. Dann werden wir mal schnell zur Seite fahren. Ah, der Zug steht. Okay, das ist sehr gut. Ja, der Berg ist ein bisschen mies. Ist allgemein scheiße. So. Dann steht der schon mal hier bereit. Der hat noch ein bisschen zu tun. Der ist noch nicht mal zur Hälfte voll. Das passt. Da können wir nämlich noch mit dem hier den hier zurückfahren. Das ist sehr, sehr gut. Also. Ich überlege schon, was habe ich denn eigentlich nächstes Jahr geplant? Ich habe das, glaube ich, mit Innermann, habe ich das schon mal gesagt gehabt, im Yu-Gi-Oh!-Part. Die muss ich sowieso noch alle irgendwie freischalten in irgendeinem Zeitraum, der mir beliebt ist, weil irgendwie habe ich das entweder verpasst, das Freischalten, oder da war was falsch dabei, ja, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat der Innermann gesagt, schalt frei, wenn du willst. Deswegen, mal gucken, wie ich das mache. Oder wann ich das mache, eben alles. Ich glaube, bisher ist also so jeden zweiten Tag ein Video. Ich war auch in letzter Zeit ein bisschen krank. Das hat man aber auch nicht gemerkt. Irgendwie vielleicht doch, weil es keine Videos kam. Also von meinem Zeitpunkt aus, vom 6. Dezember. Aber das ist okay so. Wir gucken mal, ob ich... Weil die Frage ist, kann, wenn ich das einladen kann, bin ich so schneller? Oder bin ich mit dem kleinen Auto schneller? Weil mit dem kleinen Auto kann ich 100 km/h fahren, da muss ich aber zweimal fahren. Dreimal. Oder mehrmals. Und hiermit kann ich gleich 2000 Liter mit einmal transportieren, muss aber nochmal zurückfahren und einen anderen holen. Wäre mal ein Experiment wert. Seht ja, wie langsam ich fahre. Das ist ja eigentlich so eine Aufgabe für einen Tag, dass man so alles hin und her kaut. Aber wir haben ja sowieso die langsamen Fahrzeuge, deswegen ist das auch erlaubt. Ich wollte sie auch, weil ich sie geiler finde, von klein auf groß aufzubauen. Das war ja der Sinn dahinter, deswegen finde ich das auch geil, dass man das mit aussuchen konnte. Boah. Geil ist auch, dass man hier keine Einfahrt hat, obwohl hier so die Lagerverkaufshalle ist. Ich glaube, da kann er noch einiges machen mit der Verkaufshalle. So sieht es ja ein bisschen scheiße aus, um es gut auszudrücken. Aber können wir gleich mal gucken. Da. Also jetzt habe ich erkannt, dass hier dass der Helfer blockiert ist. Kann so ein bisschen verpasst haben. Jo, Lohnzahlung ist es natürlich. Stand da der andere Helfer, der hat schon 80% vollen Tank? Nee, noch nicht ganz. Also mit dem muss ich jetzt zurück. Wir haben hier zweimal Pferdefutter. Jo, es geht. Es geht wirklich. Alles klar. Leute, ist das ging... Nice! Das ist ja richtig geil. Also man kann... Also, ja, ob das gewollt ist oder nicht. Man kann den Trecker auffüllen. Also, Trecker nicht, den Mähdrescher. Ich weiß nicht, wie ich den Part nennen soll. Und ich beende den Part hier, damit ich den Part neu nennen kann. Bis zum nächsten Mal, sagt der Menzi. Ciao, ciao!